Kartenspiel des Todes. Ich hätte nie gedacht, dass ein einziges Kartenspiel mein ganzes Leben verändern würde. Für immer. Dass ich meine kleine Schwester und ihren Freund verlieren würde. Daran hätte ich auch nicht geglaubt. Alles nur wegen einem Kartenspiel. Nur weil wir in dieses verdammte Haus gehen mussten. Ich hasse mich so sehr dafür. Eigentlich wollten meine Schwester, ich und ihr bester Freund einfach nur Urlaub machen. In einem kleinen Dörfchen, wo wir kurz Rast machten, sahen wir ein verlassenes Haus. Es war eigentlich wunderschön, doch irgendwie heruntergekommen. Wir wussten nicht warum, aber irgendwas hatte dieses Haus. Es verleitete uns, in dieses Haus zu gehen. Dieses große Haus versprühte Unmengen an Magie. Eine wohlige Wärme durchströmte meinen Körper, als ich es betrat. Meine Schwester und ihr bester Freund stimmten mir zu. Oh, das ist aber ziemlich groß. Ja, es sieht aber echt schön aus, für das es so alt ist. Es ist aber unbewohnt. Ja, aber wollen wir trotzdem mal reingehen? Es würde mich mal interessieren. Ja. Oh, guck mal da vorne. Was ist das? Das sieht aus wie ein großer Tisch. Ein großer Tisch. Das sind ja Spielkarten. Hat da jemand etwa Karten gespielt? Ich weiß es nicht. Merkwürdig. Als wir dieses Haus betraten, sahen wir einen großen Tisch, bedeckt mit schönen Spielkarten. Ich denke, Romy sollte jeden ein Begriff sein. Aber ausgerechnet die Asskarten lagen alle vier direkt vor uns. Rechts von den Karten war ein Messer und ein Brief. Lies mal vor, was steht denn da drin? Die Spielregeln. Welche Spielregeln? Leute, das ist ein Kartenspiel. Hä? Lies doch mal vor. Okay. Die Spielregeln lauten: Nun, du bist nun hier. Das heißt, du wirst nun um dein Leben kämpfen. Was? Warte. Das bedeutet,
Du musst nun hier mit mir spielen. Vor dir liegen Karten. Nun spielen wir Mau Mau. Du wirst es sicherlich kennen, Mau Mau. Und ich denke, du bist dir über die Spielregeln bewusst. Dennoch gibt es kleine Änderungen. Wenn ihr ein Ass zieht, beziehungsweise du ein Ass ziehst, wird dein Gegenüber, dein Mitspieler... Oh Gott, ich kann es nicht vorlesen. Was ist denn? Was ist? Schwester Herz, alles in Ordnung? Es wird ein Körperteil von dir abgehackt werden von dem Messer. Und der, wo das Ass gelegt hat, muss dies erledigen. Was? Wenn du das nicht tust, wirst du für immer vermisst werden in diesem Haus. Ich werde dich einsperren. Euch, deine Mitspieler. Das klingt ja fürchterlich. Ich glaube, wir sollten gehen. Ja, warte. Wenn ihr versucht zu gehen, werdet ihr auf ewig verdammt sein. Was für ein komischer Text, Erster wird... Ich kapier gar nichts mehr. Da steht erst du und dann ihr. Ja, das ist schon etwas merkwürdig. Ich glaube, da ist jemand hier im Haus. Ich weiß nicht. Sollen wir es wagen? Plötzlich bebte die Erde. Was ist da los? Keine Ahnung. Ich glaube, jemand will, dass wir doch spielen. Okay. Dann nimm bitte Platz. Nun fingen wir alle an, das Spiel zu spielen, was unser Leben kosten könnte. Ich hörte, wie alle Türen abgeriegelt worden sind. Es war aber keiner im Haus. Ich hörte es nur knacken und die Schlüssel, wie sie sich rumdrehten. Ich habe Angst. Ich auch. Wir müssen also dieses Spiel spielen. Ja, das glaube ich auch. Fangen wir an.
Nun war ich an der Reihe. Die einzige Karte, die ich noch hatte, war ein Ass Herz, was ich noch ziehen konnte. Sollte ich aussetzen? Nein. Nein. Ich wusste nicht warum, aber irgendwas leitete mich, diese Karte zu ziehen. Ich wollte nicht. Ich wusste, dass ich meiner Schwester Gliedmaßen abhacken musste. Alles in Ordnung? Ich will nicht! Nein! Nein! Es tut mir leid. Ich nahm also das Messer und... hackte ihr die Finger ab. Das ganze Blut strömt auf den Tisch. Nun spielten wir weiter. Verdammt! Nach und nach schnitten wir uns gegenseitig die Gliedmaßen ab. Erst die Finger und dann die ganze Hand. Außer ich wurde verschont. Ich habe so Schmerzen. Sollten wir verschwinden? Ich glaube ja. Schau mal! Plötzlich flog ein Messer hinter uns her. Das Messer schnitt uns nun endgültig jede einzelne Gliedmaße durch. Bei mir sind es nur die Arme. Mariah? Joe? Nein! Bitte geh mir, geh weg. Plötzlich wurde mir schwindelig. Mir war schwarz vor den Augen und ich kippte einfach um. Oh mein Gott, sehen Sie das? Eine junge Dame. Ihre Arme fehlen ja. Die wurden ja offensichtlich abgeschnitten. Ja, ich glaube, wir bringen sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Rebecca haben mich gefunden. Sie brachten mich so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Meine beiden Geschwister starben vor Ort. Auch wenn der Freund meiner Schwester nicht wirklich mein Bruder war, war wie ein Bruder für mich. Und meine Schwester war wirklich alles für mich. Wir wollten einfach nur reisen,
ohne unsere Eltern. Jetzt stehe ich alleine da. Unsere Eltern sind vor ein paar Monaten bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich habe diesen Schicksalsschlag nie verkraftet. Bis heute bin ich in der Psychiatrie. Weil jeden Abend, jeden verdammten Abend, diese Träume kommen und mich verhexen und mir jedes Mal aufs Neue die Arme abschneiden. Obwohl sie mir bis heute fehlen. Ich bin für immer behindert. Ich liebe euch. Bald werde ich auch zu euch kommen. Ich liebe euch, meine Eltern, Mariah. Bald werde ich auch zu euch kommen. Die Tabletten sind schon da. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich sie nehmen kann, ohne meine Arme.